Ich komme aus der Zukunft und ich habe gesehen, dass du dieses Video geliked hast. Danke dafür. Reaction Saturday! Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Was schauen wir uns heute an? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Samstag, an dem wir uns einen weiteren Speedrun zu Gemüte führen. Wir haben noch nicht genug gesehen und heute ist es New Super Mario Bros. DS, welches wir ganz genau unter die Lupe nehmen. Auf meinem Zweitkanal habe ich vor kurzem erst New Super Mario Bros. DS komplett zu 100% durchgespielt, also falls ihr ein Playthrough hiervon sehen wollt, könnt ihr da gerne vorbeigucken. Aber heute wollen wir ja sehen, wie es jemand in gerade einmal 22 Minuten und 33 Sekunden durchspielt. Das ist nicht mal ein Part von 17, die ich auf meinem Zweitkanal hatte. What the fuck? Es ist der liebe Jay Dude, der das Ganze vor, ich glaube, 7 Monaten geschafft hat. Und wie das Ganze aussieht, Freunde, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wenn das Video dann auch mal starten würde. Wunderbar. Erscheint das auf einem 3DS zu spielen, vermute ich mal sehr stark, wenn ich das Menü gerade richtig erkannt habe. Also kein Emulator. Ich bin mir aber relativ sicher, dass Emulator-Runs auch erlaubt sind. Kann ich mir vorstellen, weil man kann nicht von jedem Speedrunner erwarten, dass er eine 3DS-Capture-Karte hat. Das sind nämlich tatsächlich ziemlich rar gesäte Stücke. Also es ist gar nicht so leicht, an eine 3DS-Capture-Karte ranzukommen. Als ich damals 2017 mir eine bestellt habe, um dann 3DS-Let's Plays zu machen, habe ich, glaube ich, also erstmal ziemlich lange warten müssen, bis überhaupt mal eine verfügbar war. Und dann musste ich, glaube ich, nochmal circa einen Monat warten, bis die dann auch in einem 3DS verbaut wurde, mit zugesendet. Also es ist wirklich ein großer Aufwand, an eine 3DS-Capture-Karte ranzukommen. Es ist ein sehr, sehr, wie soll ich sagen? Ja, einfach ein sehr, sehr spannendes Stück Hardware. Aber darum geht es jetzt gar nicht, Freunde. New Super Mario Bros. DS, das Spiel, welches die 2D-Marios wieder auf die Landkarte gebracht hat. Ich erzähle es wahrscheinlich ein bisschen Müll, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Super Mario Land war, glaube ich, das letzte 2D-Mario, welches so richtig groß war. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann Mario Bros., Mario Bros. 3 rauskam, aber auf jeden Fall gab es eine sehr, 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 sehr lange Pause, denn ich glaube, der Game Boy Advance hat kein wirkliches 2D-Mario bekommen, der GameCube sowieso nicht, Nintendo 64 hatte auch kein 2D-Mario, wenn ich richtig informiert bin, also außer damals auf dem SNES mit Mario World und dem einen oder anderen Game Boy-Teil, ja, gab es sehr, sehr lange nichts mehr, und dann kam der Nintendo DS mit einem neuen 2D-Mario zurück, die Wii hat dann auch direkt ein 2D-Mario bekommen und ja, seitdem sind 2D-Marios eigentlich aus der heutigen Nintendo-Kultur nicht mehr wegzudenken. Egal, ob es die New Super Mario Bros. Teile sind, die mittlerweile so auf jeder gängigen Konsole verfügbar sind, oder ob es Mario Maker ist. Sie sind einfach sehr, sehr wichtig, und wir sehen jetzt schon hier den ersten Secret Exit in Level 1-2. Das ist ja ganz, ganz bekannt. Das ist ja, glaube ich, seit New Super Mario Bros. DS auf jeden Fall so, aber auch, ich glaube, im originalen Mario Bros. War auch schon in 1-2 ein Secret Exit. Also, da findet man sehr häufig ein. Und natürlich bedient sich dieser Speedrun an den Secret Exit. Das ist natürlich ganz klar. Und das ist der Punkt, weshalb der Dude hier schnell durch das Spiel kommt. Wichtig für diesen Speedrun, wie wir es auch jetzt gerade schon gesehen haben, ist die Blue Shell, ne? Die Cooper Shell, ein Item, welches einmalig in New Super Mario Bros. DS vorkam, davor und danach nie wieder verwendet wurde. Richtig smoothes Gameplay hier an der Stelle. Ich persönlich kam in meinem Playthrough nicht so gut mit diesem Item klar, weil dieses Item geht automatisch in diesen Cooper Shell Slide Modus, wenn man zu schnell ist, beziehungsweise wenn man einfach einen gewissen Speed aufbaut. Aber die Erfahrung, die ich beim Durchspielen gemacht habe, ihr könnt das ja gerne auf dem Zweitkanal angucken, ist, dass der eigentlich sehr, sehr häufig in diese Cooper Shell geht, wenn ich es eigentlich gar nicht möchte. Ne? Also der macht das ganz, ganz, ganz häufig. Und dann hat man halt kaum noch Kontrolle über ihn. Und wie gesagt, manche in den Kommentaren haben gesagt, das ist das beste Item, was Mario Bros. Hier hatte. Da sind ja Geschmäcker verschieden. Ja, und er hat jetzt schon die Kanone in der ersten Welt freigeschaltet. Er hat Level 1-1 gespielt, er hat Level 1-2 gespielt, 1-2 Secret Exit in den Tower und im Tower Secret Exit zur Kanone. Und diese Kanone feuert ihn direkt in die fünfte Welt. Und da geht es jetzt dann für uns weiter. Wie gesagt, ich habe mal einen Run von AGDQ, also von Games Done Quick, dem großen Speedrunning-Event, was, by the way,
jetzt gerade, wenn ihr das hier zeitlich aktuell schaut, noch bis morgen läuft. Also das läuft bis zum Sonntag, ich glaube den 16., wenn ich es richtig im Kopf habe. Da werden nämlich auch einfach wirklich massiv viele Spiele gespeedrunnt und dabei wird Geld für einen guten Zweck gesammelt. Ist ein Speedrunning-Event, was man sich meiner Meinung nach nicht entgehen lassen sollte. Das Problem ist nur, dass wegen Covid gerade es kein Vor-Ort-Event sein kann, wie es eigentlich sonst immer war. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Magie dahinter, weil du normalerweise eine riesige Crowd im Hintergrund hast, die bei verrückten Speedruns-Skips und so immer klatscht. Und das ist einfach übelst der geile Vibe. Ja, wegen Covid ist es jetzt eben so, dass quasi alles von daheim gestreamt wird. Trotzdem ein großartiges Livestreaming-Event. Also solltet ihr auf jeden Fall, solltet ihr das zeitlich aktuell sehen, auf jeden Fall mal reinschauen oder euch auch die Videoaufzeichnungen, die sind nämlich auch sehr großartig. Und warum ich das Ganze erzähle, in einem dieser Runs, ich habe mal, wie gesagt, die ersten paar Minuten von so einem Mario Bros. DS Run gesehen, da wurde gesagt, dass die Koopa Shell gerade in der ersten Hälfte des Spiels im Speedrun sehr, sehr notwendig ist. In den hinteren Welten werden wir die Blue Shell, glaube ich, nicht mehr sehen, weil sie da einfach nicht mehr so notwendig ist. Aber ihr seht schon, wenn man das Level-Layout kennt, dann ist das ein Hammer-Item. Wichtig noch zu erwähnen, ist, dass die Koopa Shell wohl an Schrägen, egal ob die Schrägen nach oben oder unten führen, nicht so gut ist. Das heißt, der Spieler versucht immer an diesen Schrägen, das ist der Secret Exit, by the way, an diesen Schrägen zu hüpfen, damit er da keine Geschwindigkeit verliert. Ich weiß nicht genau, warum die Koopa Shell langsamer wird auf solchen Schrägen. I don't know. Springen ist auf jeden Fall schneller. Und wir genießen die Koopa Shell einfach noch, solange sie da ist. Warum auch immer das auch eine blaue ist. Weil die blaue Koopa Shell kennt man eigentlich bis dato nur aus Mario Kart, wo sie halt immer den ersten trifft. Hier hat jetzt auf einmal Mario eine blaue Shell. Und wie gesagt, er hat sie auch später nie wieder bekommen. Aber das ist ja allgemeine Sache, die in New Super Mario Bros. DS der Hammer ist. Denn Mario Bros. DS glänzt ja dadurch. Das ist das 2D-Genre wieder zurück auf den... Ja, wie soll ich sagen? Wow, goddammit. Glänzt ja damit, dass es das zweite Genre wieder zurück auf die Landkarte gebracht hat. Und das wirklich mit massiv vielen Innovationen. Ich war selber bei meinem Durchspielen sehr, sehr, sehr begeistert. Oh, es ist so smooth, das Gameplay, es ist unfassbar. Ich war bei meinem eigenen Playthrough wirklich sehr begeistert, weil es ja ein komplettes Blind-Playthrough für mich war. Also ich habe ja bis jetzt zum Jahr 2022 New Super Mario Bros. DS noch nie gespielt gehabt und dann jetzt zum Jahreswechsel 21/22 habe ich es jetzt das erste Mal gemeinsam mit euch auf meinem Zweitkanal durchgespielt und bis auf einige kleine Macken extrem genossen. Meine Endwertung für das Spiel war eine 8/10. Dinge, die ich kritisiert habe, war ein bisschen mangelhafter Soundtrack, weil wirklich häufig, wie gesagt, in Unterwasserleveln läuft dann teilweise einfach die Underground-Musik, ne, so what the fuck, oder im Waldlevel, in den tropischen Wald, oder beziehungsweise in fast jedem Level läuft einfach die Standard-Grasland-Main-Theme-Musik, auch ganz skurril meiner Meinung nach, ne, und es war dann wirklich, also die Vielfalt an Musik hat dann wirklich zu wünschen übrig gelassen, und auch in der letzten Welt lief super häufig einfach nur die Geisterhaus-Musik, immer und immer wieder, also das war eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat und der Einsatz des Mini-Pilzes ist, wenn man auf die 100% geht, sehr, sehr frustrierend meiner Meinung nach und auch die letzten Welten, gerade Welt 8 war, hatte etwas unkreatives Level-Design, aber das ist alles Motzen auf hohem Niveau, 8/10 ist sehr gut, es ist meiner Meinung nach mit eines der besten 2D-Marios. Ich würde auf die 1, glaube ich, immer noch New Super Mario Bros. Wii packen, weil das Spiel so geil ist. Es macht so viel Spaß, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, direkt nach dem Wii-Teil würde ich, glaube ich, diesen hier packen. Einfach allein, weil so viele Level so unfassbar innovative Ideen haben. Dieses Mario Bros. Macht so viel neu, wie alle nach diesem Spiel erschienenen Mario Bros. Teile zusammen. Also Mario Bros. Wii, Mario Bros. U, Mario Bros. 2 für den 3DS, also New Super Mario Bros. 2. Wie gesagt, die sind ja quasi alle nur noch Klone vom jeweiligen Vorgänger. Aber dieses Spiel hat so viele neue Ideen. Das ist Zucker zum Spielen. Und wie ihr es seht, Freunde, wir haben jetzt gerade schon... gesehen, dass der Kollege mit einer Kanone aus Welt 5 nach Welt 8 gedüst ist. Und das war es jetzt, glaube ich, auch mit den großen Skips. Denn in Welt 8 ist natürlich das Finale. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, gibt es überhaupt einen Secret Exit in der letzten Welt? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also ich weiß, in der zweiten Weltenhälfte gibt es auf jeden Fall keine mehr. Also Welt 8 ist dann ziemlich, ziemlich linear geworden und man sieht jetzt auch so ein bisschen meiner Meinung nach die Schwäche an Welt 8, denn die Level in Welt 8 haben sich, also wenn ihr es ausführlicher wollt, ne, guckt ihr mein Let's Play, da rede ich in jedem Part 25 Minuten drüber, haben die Level in Welt 8 haben gefühlt einfach immer nur ein Level-Element genommen
Und das einfach über die gesamte Levellänge gestreckt. Also da ist dann nur noch super wenig Abwechslung drin. Und wie gesagt, ich glaube, es sind noch keine Secret Exits mehr drin. Also es ist wirklich nur ein Level nach dem anderen. Aber wir werden das gleich nochmal sehen. Trotzdem, das klingt immer so super negativ. Das klingt immer so, als ob ich das Spiel irgendwie ranten will oder schlecht reden will. Wie gesagt, Leute, ich habe eine 8 von 10 gegeben. Und ich hatte sehr viel Spaß beim Durchspielen. Nur, dass ihr das bitte nicht verwechselt. Ich erwische mich immer selber dabei, wie ich denke, oh, was macht der Kollege jetzt? Wow! Wie? Einfach wie? Man schafft es wohl, eine Art Extrasprung zu erzeugen, wenn man irgendwie in der Luft aus der Cooper... Ich habe keine Ahnung, was der Kollege gerade gemacht hat, aber das hat ihnen sehr viel Zeit gespart. Wow, das war sehr, sehr, sehr smooth. Und by the way, wir sehen die Cooper Shell deutlich länger als gedacht. Muss ich wirklich zugeben. Ja, und damit hat auch das Level abgeschlossen. Cooper Shell, by the way, auch in Unterwasserleveln extrem wichtig, denn mit einer Cooper Shell unter Wasser ist man schneller und kann präziser schwimmen. Also ich weiß ja nicht genau, warum ein blauer Cooper unter Wasser präziser schwimmen kann. Fragt mich nicht. Es ist so, ne? Wir akzeptieren es einfach. Also dementsprechend auch für Wasserlevel ein sehr, sehr, sehr nützliches Item. Und ja, auf jeden Fall eine gute Innovation. So, jetzt hat er sich gerade schon eine Feuerblume ins Inventar geholt. Das heißt, wir werden uns jetzt wahrscheinlich relativ bald von unserer Cooper Shell verabschieden. Alter, was macht der Kollege? Holy shit. Das sieht nach ziemlich verrücktem Gameplay aus. Leider müssen wir uns eigentlich von der Cooper Shell bald verabschieden. Oh, ich weiß nicht, ob er da eventuell den Cycle hätte erwischen wollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das hier gerade fehlerfrei spielt. Aber ich sag mal, es funktioniert noch und er kommt auch zu Bowser Jr., also dementsprechend alles gut. Aber hier waren jetzt ein paar Stellen dabei, wo ich mir dachte, das sah irgendwie einfach vom Zuschauen her so aus, als ob der Kollege das anders hätte machen wollen. Sehr schön Bowser Jr. an der Stelle mal abgecampt. Gefällt mir. So, aber es sieht auch so aus, als ob er Zeit verliert. Ja, er verliert Zeit. Ich glaube, hier in diesem Level ist definitiv etwas schief gelaufen. Da hat er, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle nicht den Cycle geschafft, wie er sich das vorgestellt hatte, und hat einfach fucking 6 Sekunden verloren. Crazy eigentlich, wenn man sich überlegt, dass er jetzt dann trotzdem noch den Weltrekord hinbekommt, den jetzt auch seit 7 Monaten keiner mehr geknackt hat. Also, der Kollege muss jetzt in den hinteren Leveln auf jeden Fall nochmal massiv performen. Die Cooper Shell ist jetzt auf jeden Fall noch wichtig, wie wir es gerade sehen, weil es kommt ein Unterwasserlevel. Durch krasses A-Spammen ist er natürlich jetzt auch hier schnell genug und vor allem, er kann auch präzise genug schwimmen, weil das Problem in den Unterwasserleveln ist ja auch immer noch, dass man sehr langsam ist und auch sich super, ja, schwammig einfach nur bewegen kann, ne? Und das ermöglicht die Cooper Shell ihm auch, dass er einfach auch viel präziser und schneller auf Dinge reagieren kann und einlenken kann. Natürlich wird an der Stelle auch immer schön der Turbo-Boost der Röhre mitgenommen. Also, das ist so geil. Ich habe halt bei all den Leveln, die ich hier gerade sehe, einfach das Gefühl, yo, ich habe die doch gerade eben noch selber gespielt. Also, das Spiel ist halt super aktuell in meinem Schädel. Er nimmt sich eine Starcoin mit. Ja, der Ehrenmann. Das glaube ich, ist das die erste Starcoin im gesamten Spiel, die er mitgenommen hat? Das ist das einzige Problem an diesen 2D-Mario-Speedruns. Wir haben ja schon auf Mario Bros. U reagiert, wir haben auf Luigi U reagiert und wir haben auch auf Mario Bros. Wii reagiert. Also wir haben schon auf einige reagiert. New Super Mario Bros. 2 können wir uns irgendwann noch anschauen, wenn es davon Speedruns gibt. Das ist das einzige Negative an denen, die nehmen halt nie die Starcoins mit. Ich meine, ist ja ganz klar, aber es ist zum Zuschauen einfach Pain. Ich frage mich, by the way, ob es Zeit spart, wenn man weit unten an die Flagge hinspringt, weil theoretisch, die Fahne wird ja trotzdem runtergefahren. Also, laut meinem Verständnis ist, wenn du an die Flagge ranspringst, dauert es immer gleich lang, bis man sozusagen, bis die Fahne quasi den Boden erreicht hat. Trotzdem ist es schon sehr auffällig, dass er immer recht weit unten ranspringt. Das ist, by the way, das schwächste Level im gesamten Spiel, meiner Meinung nach. Dieses Level ist einfach nur ein Spinnengegner-Spam. Das kommt jetzt in seinem Run nicht so rüber, aber wenn man das normal spielt, also permanent droppen 2 oder 3 Spinnen von der Decke. Ich finde das so unfassbar unkreativ. Und da habt ihr die Mini-Röhre gesehen, bis dahin muss man mit einem Mini-Pilz kommen und wenn man stirbt, muss man wieder... Ah, das ist meiner Meinung nach der Tiefpunkt von Welt 8. Dieses Level ist... Oh mein Gott. Oh, Gegner-Spam vom Feinsten. Aber ich meine, ihn juckt das nicht, ne? Er hat, by the way, immer noch die Blue Shell. Also das ist... er hat sie wirklich deutlich, deutlich länger. Wir sind auch schon über der Hälfte der Zeit. Ne? Der Timer ist gerade auf 13:30. Seht ihr nicht, weil er hinter meiner Facecam ist, ne? Aber
Ihr wisst ja, wie lange es geht und ihr könnt es auch unten an der Timeline ablesen, wie lange wir jetzt schon im Run sind. Und ich erkläre es euch natürlich. Aber es ist so smoothes Gameplay. Ich habe aber, als ich vorhin durch den Run geskippt habe, um mir auch anzuschauen, ob er irgendwie kommentiert oder so, schon gesehen, dass er am Ende auf jeden Fall auch mit Feuerblumen noch spielt. Also ist jetzt die Frage, ob er die Blue Shell irgendwann absichtlich abgibt oder ob er halt irgendwann mal an einer Stelle getroffen wird, was er sich vielleicht eventuell nicht vorgenommen hat. So, und da ist einfach Knochenbowser, der eine ziemlich böse Landung hinlegt. Und zack, einmal oben drüber. Die Bowser-Kämpfe sind so Panne, ne? Ich glaube sogar, dass dasselbe beim Final Bowser geht. Und dann könnte man ja sagen, ja, das ist halt typisch 2D-Mario und so. War ja in der Wii-Version auch so, bloß in der Wii-Version hat man dann ein richtig episches Finale gekommen. Also ich muss wirklich sagen, das Finale aus New Super Mario Bros. Wii finde ich das beste Finale von 2D-Marios überhaupt. Auch der Kampf in der U-Version war ganz okay. Aber die Flucht in Mario Bros. Wii, die war schon sehr stark, weil sie wirklich sehr herausfordernd war. Gerade wenn man es blind gespielt hat, konnte man auf jeden Fall in dieser Flucht sterben. Und oh mein Gott, er hat nochmal ein bisschen Zeit verloren. Wo zur Hölle holt der Kollege noch 8 Sekunden raus? Ich glaube, warte mal, seine Zeit, beste Zeit ist aktuell eine 2,35, richtig? Und er runnt ja eine 2,33. Also er muss ja seine PB dann sogar nochmal um 2 Sekunden schlagen. Der Kollege muss irgendwo 8 Sekunden droppen. Oh, sehr smooth hier den Gegner gekillt, indem er ganz kurz in seine Koopa Shell gegangen ist. Oh, ist das smoothes Gameplay hier. I love it. Oh, es ist so strong. Es ist so strong. Sehr schön hier immer auf die Gegner gebounced. Oh, das Level ist schön. Das Level ist schön. Auch sehr schön, immer wenn er aus diesen Röhren rauskommt, macht er mal direkt einen Wandsprung, um nochmal so einen kleinen Schub nach vorne zu bekommen. Sehr, sehr, sehr sexy. Das war cool. Das war ein geiles Level. Ich habe, by the way, keine Ahnung, was Q-Warp bedeutet. So heißt ja sein vorletzter Split. Sein letzter Split heißt Haha Yes. Den verdecke ich aber. Also das ist halt sein Finalsplit. Aber was zur Hölle? Ich meine, Warp klingt fucking interesting. Ne? Als ob es hier vielleicht irgendwo, ich weiß es nicht, einen Glitch gibt, den er nutzt. Sehr sexy. Eigentlich einen dicken Fehler dürfen wir jetzt nicht mehr zu sehen bekommen, wenn er noch 8 Sekunden plus machen will. Irgendwas muss hier noch passieren. Also entweder muss in seiner aktuellen PB einfach am Ende einen dicken Fehler gehabt haben. Oder er macht noch irgendwas, vielleicht einen Trick oder so. Eventuell den Q-Warp, der ihm einfach viel Zeit spart. Und diesen Trick hat er eventuell dann vielleicht in seiner aktuellen persönlichen Bestzeit nicht. Wodurch einfach von Natur aus, wenn er diesen Trick schafft, schon sozusagen die PB hinbekommt. Aber ich finde es wirklich krass, dass seit 7 Monaten das keiner mehr geschlagen hat. Weil ich meine, er hat da einen Zeitverlust von 6,5 Sekunden drin. So, einfach wenn man nur diese Level smooth spielt, hätte man quasi schon einen 6 Sekunden Puffer an einer gewissen anderen Stelle. Ne? Who knows? So, hier hat jetzt die Koopa Shell einfach nur so mitgenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Wir sind, by the way, immer noch in der Blue Shell, ne? Also, er ist wirklich, was ich am Anfang gesagt habe, ja, dass die Blue Shell nur am Anfang wichtig ist, scheint nicht zu stimmen. Der Kollege scheint sehr an seiner Blue Shell zu hängen und wirklich, wirklich viele Level mit ihr zu stehen. Aber wie gesagt, ich befürworte das, weil ich das Gefühl habe, dass das dem Speedrun sehr gut tut und einfach für sehr, sehr epische Momente sorgt. Und das Verrückte auch noch in diesen 2D-Mario-Runs ist ja, dass sie meistens sehr kurz sind. Ich meine, das originale Mario Bros. Ist irgendwo bei, ich weiß gar nicht, da gab es letztens wieder einen neuen Weltrekord, 5 Minuten irgendwas. Oh, was war da? Da war ein Bildglitch. Hat er gecuttet? Ist das ein gefakter Weltrekord? Nein, das wird mit Sicherheit überprüft worden sein. Wie gesagt, die sind ja super kurz. Und du quatscht, erzählst so ein bisschen, was dir so auf dem Herzen liegt. Und dann ist der Run einfach fast schon wieder vorbei. So, hier auch eine neue Gegnersorte, die man, glaube ich, später nie wieder gesehen hat. Ich glaube, die hat man davor auch nie wieder gesehen. Es ist wirklich einfach nur irgendwelche Bob-Oms, die, wenn sie von Feuer erwischt werden, wild rumlaufen und dann so feuerwerkskörpermäßig in die Luft hüpfen und explodieren. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich war sehr verwirrt, als ich das erste Mal auf die getroffen bin. Und ja, er ist jetzt im vorletzten Level. Und dieses Level muss Q-Warp sein. Und wir werden gleich sehen, was das ist, denn es ist mir mal wieder das wunderschöne Schlangenblock-Level. Ich hab's in meinem Let's Play gesagt. Oh, ist das eventuell? Yo! Ist das eventuell der Q-Warp? Ist das das? Okay, er macht sich sogar klein. Ach, er nimmt den Damage-Boost mit und er lässt sich absichtlich töten. Okay. Er rennt einfach instant bis zum Checkpoint, weil er natürlich auf einem Schlangenblock fahren insane viel Zeit kostet.
Ne? Und jetzt muss er es wahrscheinlich normal spielen. Genau, die Stelle habe ich nämlich ganz kurz vorhin gesehen, als ich durchgeskippt habe, ob das Video einfach gut für den Reaction Saturday gemacht ist. Also eventuell ist das dieser Trick. Eventuell ist das der Q-Hop. Ich frage mich nicht warum, aber ich meine danach, nach diesem Level kommt noch das Final Castle. Und es kann eigentlich nur dieser Trick gewesen sein, der ihm jetzt noch diese massive Zeitersparnis droppt. Weil wie gesagt, ich glaube kaum, dass im Finallevel noch groß was passiert. Aber vielleicht auch da. Ne? Wir werden das jetzt anhand dessen sehen, wie dieser Split jetzt hier verläuft von der Zeit. Aber eventuell ist genau das der Trick, den er in seiner alten PB noch nicht hatte. Was eventuell sogar bedeutet, dass der vielleicht relativ frisch gewesen ist damals. Weshalb er eben wusste, okay, wenn ich diesen Trick gut hinbekomme, dann ist quasi der nächste Weltrekord schon gesaved. Ich habe in meinem Let's Play die Schlangenblöcke sehr gerantet und habe gesagt, ich finde das einfach nur total weird, ein ganzes Level nur aus Stacheln und Schlangenblöcken zu machen und meinetwegen könnte man die komplett streichen. Einige von euch haben gesagt, hey, das sind doch legitime Level-Elemente, worüber beschwerst du dich, du verwöhnte Sau, so ungefähr. Ist, denke ich, auch Geschmackssache. Ich war aber auch ein bisschen salty, ne, weil ich auch, wie gesagt, gegen Ende einfach ein bisschen enttäuscht von... Das klingt aber so hart. Es hat einfach gefühlt nicht das Niveau gehalten, mit dem es gestartet ist. Und dadurch habe ich dann, glaube ich, auch alles ein bisschen kritischer gesehen, als ich es hätte sehen sollen. Ne? Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich zu emotional gehandelt habe oder ob ich eigentlich doch richtig quasi alles kritisiert habe. Ich weiß nicht, ob ich meinem Salz verfallen bin oder ob es wirklich einfach, ja, das Spiel war, was ein bisschen nachgelassen hat. Ist auch vollkommen egal. So, jetzt schauen wir ganz wichtig oben auf seine Zeit. Spart er sich in diesem Level die Zeit, die ihm den Weltrekord bringt? Es sieht fast so aus, ja. Ja. Es war wahrscheinlich exakt dieser Trick, dieses zum Checkpoint hochdüsen, was dafür gesorgt hat, dass er den Weltrekord geknackt hat, weil ich glaube, wenn er jetzt sein Final Castle, es sind sogar, ich sehe es hier, er hat sich 7 Sekunden und 7,97 Sekunden gespart, ne, 7,97. Und das ist genau die Zeit, die es dann am Ende quasi war, um zum Weltrekord zu kommen. Jetzt bin ich aber noch sehr gespannt, ob er, sehr sexy den Knopf nach unten rauslassen, dass man schneller unten ist. Sehr klug. Jetzt bin ich noch sehr gespannt, ob er jetzt hier im Final Castle noch irgendeinen krassen Skip raushaut. Okay, hier lässt er sich absichtlich treffen. Wir haben ein paar Frame Drops. Keine Sorge, ist auch bei mir so. Smooth an den ganzen Flammenwerfern vorbei. Aber wie gesagt, ne, er könnte einfach, ich glaube, wenn er noch weiter runnen würde, aber das hat er nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt seit 7 Monaten keine PB mehr geschafft hat. Ich glaube, wenn er weiter runnen würde, könnte er auf jeden Fall noch seinen aktuellen Weltrekord, wenn alles andere klappt, um 6 Sekunden schlagen. Ich glaube, dann wäre dann irgendwann auch das Maximum erreicht, aber sehr, sehr smoothes Gameplay. Er ist hier absichtlich klein, er bleibt auch absichtlich klein. Boah, wie an da die Düse gehen muss, damit er halt hier durch einige Lücken passt. Einfach zu wissen, wenn ich jetzt einen Fehler mache, ich bin einfach tot, so. Es ist nicht nur so, dass ich dann vielleicht ein Item verliere und das ist ärgerlich, sondern der Weltrekord ist dann einfach flöten. So, das ist... Boah, das ist unfassbar, wie er hier durch dieses letzte Schloss rennt. Ach du Scheiße, Bro. Das ist echt... Bewusst klein bleiben im Final Castle. Ich finde, das braucht Eier. Ich finde das... Ich meine, es ist ein Speedrun. Ist klar, da musst du so spielen. Aber trotzdem, ich finde das sehr, sehr, sehr beeindruckend. So, jetzt hier am Ende nochmal quasi das... Es ist so, man denkt dauernd stirbt nicht, man weiß, dass er nicht stirbt, aber man hat trotzdem immer Angst. Es ist dieses Labyrinth, wo man immer den richtigen Weg gehen muss und jetzt ist er beim Final Boss und ich denke, dass er tatsächlich am Ende des Tages, also entweder springt er einfach direkt über Bowser drüber oder er bounce vielleicht auf Bowser Jr. noch, weil, obwohl die Bowser Jr. wirft mit Koopa Chess, ich glaube, er wird jetzt einfach einen präzisen Sprung über Bowser machen. Imagine einfach, du verkackst den. Imagine einfach, du verkackst den. Doch, er bounced auf ihn. Er nutzt Bowser Jr. Aber warum konnte er ihn treffen? Verrückt. Aber das, Freunde, ist die PB. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Hier habt ihr noch den letzten Reaction Saturday. Da haben wir auf Lego City Undercover reagiert. Ein unfassbar unterhaltsames Video. Dann guckt euch den gerne an. Danke auch an alle Member, die mich hier auf dem Kanal unterstützen. Gerade jetzt im Januar, wo die Werbeeinnahmen nicht so gut sind. Danke, dass ihr dadurch auch ein gewisses geregeltes Einkommen ermöglicht. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Haut rein!